Wir bewegen uns langsam, aber sicher sehr schnell auf die Abstimmung zu. Die neuesten Umfragen zu der SVP-Masseneinwanderungsinitiative, die sehen im Moment aus, als wäre es recht ausgeglichen. Wieso denkst du, ist das so? Wieso hat die Initiative im Moment so viele Sympathisanten? Es gibt einen Haufen Gründe für das. Und ein wichtiger Grund ist natürlich, dass die SVP so weit vordrungen ist, die gesellschaftliche Mitte, dass so viele Leute ihre Grundideen an sich übernommen haben. Das sieht man auch bei der Basis der Partei, dass ein grosser Teil der bürgerlichen Basis inzwischen auf diese Seite kippt. Ich glaube, der wichtigste Grund, warum das so ausgeglichen ist, ist, weil die Initiative viel harmloser wirkt, als sie ist. Es ist den Initianten gelungen, um den Eindruck zu vermitteln, es ginge um zwei zentrale Sachen. Erstens, die Zuwendung wieder selber steuern, was harmlos und vernünftig tönt, aufs Erste. Und zweitens, hängt auch mit dem wieder zurück zusammen, ist die Idee, es ginge lediglich darum, wieder das einzuführen, was vorne war. Und ich meine, es ist beides falsch und es ist relativ zentral, dass das verstanden wird, was falsch ist an dem. Der erste Aspekt, die Idee vom wir wollen Zuwendung wieder selber steuern, geht davon aus, dass wir jetzt eine Zuwendung nicht selber steuern und dass jemand anders für uns Zuwendung steuert. Es geht immer davon aus, dass jemand anders, der an unserer Stelle Zuwendung steuert. Und gemeint ist mit dem natürlich, ohne dass es gesagt wird, die EU. Und das ist aber falsch, nicht? Niemand steuert bei uns Zuwendung, außer mir selber. Und die Frage ist nicht, bei dieser Abstimmung, sind es wir oder die anderen, die Zuwendung steuern, sondern die Frage ist vielmehr, wer sind genau wir? Ist das der Staat? Ist das eine zentrale Bürokratie, die steuert? Oder sind das wir als Individuen, als Bürger, als Mitglied von einer Familie, als Arbeitgeber? Und der Initiant ist es gelungen, den falschen Gegensatz zu konstruieren. So zu tun, als würde jemand anders steuern. Und ich glaube, was der Debatte enorm gut tun würde, wäre, wenn man es verschieben würde auf die Frage, ist das eine Frage, Zuwendung, wo man sollte individuell als Personen, als Familie können entscheiden, mit diesem Lebensentwurf oder ob das eine fremde polizeiliche, eine zentrale Behörde soll entscheiden. Die grosse Errungenschaft der Personenfreizügigkeit ist die, dass sie so etwas Zentrales in die Frage, wo verbringe ich mein Leben? Wo lohnt es sich zum Leben? Wo habe ich eine interessante Arbeit? Wo ist meine Familie? In die Hände von der Individuen gelegt, vom einzelnen Bürger, von der Bürgerin. Was die Initiative will, ist das Zurückgehen an eine fremde polizeiliche Behörde. Das heisst, die Frage, die wir uns stellen, ist nicht, sind es wieder wir, die die Zuwendung steuern, sondern wird uns als Individuen die Kompetenz wieder aus den Händen genommen und zurückgehen an den Staat. Und wenn Personenfreizügigkeit und der Staat eben auch im Text von der Initiative nicht, die Schweiz steuert ihre Zuwanderung wieder selber. Wenn man das als Idee mitträgt, dann finde ich, hat man vergessen, dass es jetzt eben wirklich wir sind, was sie steuert. Als Personen. Das heisst, die Initiative hätte eigentlich einen schweren Stand, wenn sie angenommen werden, in dem Sinne, dass man zuerst mal definieren müsste, wer steuert denn das? Oder ist das deiner Meinung nach klar, dann wirklich der Staat, eben die Fremdenpolizei, die Aufgabe würde übernehmen? Das ist relativ klar, dass das da gibt es auch am Wortlaut für Initiativen eigentlich nichts zu deuteln. Das ist relativ klar, dass das eine polizeiliche Behörde wieder wäre. Die Frage ist vielmehr, auf wem sie einen Einfluss reagiert hier denn? Die muss ja handeln im Auftrag von politischen Kräften, von Lobbys, von anderen Teilen von der Administration. Und es ist relativ klar, und das sieht man auch aus der Vergangenheit, dass die Behörde nicht selbstständig könnte entscheiden, sondern unter starkem politischen Druck würde entscheiden. Und das ist Druck von
von starken Verbänden, von starken politischen Kräften. Es ist darum auch relativ illusorisch zu glauben, es gäbe so etwas wie einen wirtschaftlichen Gesamtnutzen von der Schweiz. Und den kann ich irgendjemand spüren und dann anhand von dem handeln, sodass es dann eben allen zu gut kommt. Sondern es wäre ein spezieller Aspekt vom Gesamtnutzen, der sich am meisten Gehör kann verschaffen kann, der am besten organisiert ist, wo sich durchsetzen könnte und dass alle davon profitieren. Für das ist die Wahrscheinlichkeit enorm klein. Du hast von einer Personenfreizügigkeit angesprochen. Die Befürworter von der Initiative reden die auch an. Was siehst du dort für Probleme in dem Zusammenhang, dass sie sagen, eigentlich ist die Initiative nur das, dass eigentlich eine Rückkehr zu der Migrationspolitik vor dieser Personenfreizügigkeit ist? Ja. Man hat vor der Personenfreizügigkeit eine lange Abfolge von erfolglosen Versuchen gehabt, Zuwanderung zu begrenzen. Wenn jetzt die Initianten so tun, als wäre es einfach eine Rückkehr zu dieser langen Kette von erfolglosen Versuchen, was ja schon schlimm genug wäre, weil es sind eben erfolglose Versuche gewesen, dann nachher gar mit dem ganzen wesentlichen Punkt der Initiative vergessen. Und das ist, dass man früher ein System hatte, dass der Bundesrat entscheiden konnte, ob er eine spezielle Form von der Zuwanderung begrenzen will, zahlenmässig. Und das war die Zuwanderung zur Erwerbstätigkeit. Die Initiative will, und auch da ist die Initiative sehr klar im Wortlaut, dass sämtliche Formen von Zuwanderung begrenzt werden und begrenzt werden müssen, obligatorisch. Also nicht nur Zuwanderung zur Arbeitstätigkeit, wo man früher und heute mit Drittstaaten Erfahrung damit hat, sondern viel weitergehend eine enorme Palette von Sachverhalten, wo alle mit dem gleichen Instrument, mit Kontingent, sollten begrenzt werden. Da hat es den Rentner aus Deutschland, der im Engadin seine Lebensarbeit wird verbringen dabei, serviert auch aus dem Vorarlberg, wo jeden Tag zum Arbeiten über Grenzen überkommt. Der Student aus Korea, der am Genfersee in einer privaten Universität wird BWL studieren. Und der Flüchtling aus Eritrea, wo da ankommt und Schutz sucht. Alle die, man sieht nicht an diesen Beispielen, wie enorm breit dass die verschiedenen Geschichten sind, die verschiedenen Lebenspläne, die verschiedenen Bedürfnisse, die Leute haben. Alle die sollen mit dem gleichen Instrument gesteuert werden, mit Höchstzahlen, wie Leute, die kommen zum Arbeiten. Für die ist es konzipiert worden und für die funktioniert es schon relativ schlecht. Es würde noch viel schlechter funktionieren, wenn man alle sämtliche Gruppen mit denen müsste steuern. Das würde dazu führen, dass enorm viele Fragen in der Migration unklar werden. Immer unter der Bedingung würde stehen, es hat noch genug Plätze innerhalb der Kontingente. Man hätte ja so viel Planwirtschaft, dass am Schluss alles unklar wäre, es wäre nichts mehr planbar, es wäre alles abhängig von behördlicher Bewilligung. Du sprichst in dem Fall auch die Kontingentierung an, die eigentlich schon lange ein Thema ist. Also so, schon zu Schwarzenbach-Zeiten hat man kontingentieren. Das ist jetzt auch konkret geäussert worden in einem Interview mit der Schweiz am Sonntag. Was heisst, wo der Felix Mühri, der Vize-Fraktionspräsident von der SVP, sagt, eben mit der Kontingentierung könnte man einfach jedes Jahr 5% abziehen, also wäre das nächste Jahr 80% der Migranten, die wir jetzt haben, das nächste Jahr 75%, dann das nächste Jahr 70%, das nächste Jahr 5-6% und so weiter. Das heisst, irgendwann wären wir dann auf Null und ja, die Migranten wären dann auch auf Null. Ja. Das, ist es überhaupt realistisch? Ja. Ja, dem sagt man Planwirtschaft, oder? Das ist genau, was Planwirtschaft ist. Die SVP sagt zwar immer, es ginge um eine Zuwanderung im wirtschaftlichen Gesamtnutzen. Und die Äußerung von Felix Mühri zeigt jetzt genau, es geht nicht um das, sondern es geht um die Verwirklichung von einem politischen Ziel, das nichts mit dem wirtschaftlichen Gesamtnutzen zu tun hat, sondern mit dem Ziel der SVP. Sie wollen die Zuwanderung reduzieren. Das ist durchaus vergleichbar mit den 4-Jahres-Plänen in der UdSSR, wo man gesagt hat, in 4 Jahren werden wir so und so viel mehr industriellen Output haben. Und an dem richten wir unsere Planung aus, nicht an dem, was machbar wäre oder was im wirtschaftlichen Gesamtwohl ist. Das ist ein abstraktes
In der zentralen Bürokratie definiert das Ziel und dem wird dann nachgelebt. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass man ausgerechnet nächstes Jahr 5% weniger Leute bräuchte und im nächsten Jahr wieder 5% weniger. Wie viele Leute das die Wirtschaft nachfragt, hängt in erster Linie ab von der Konjunktur und nicht von den politischen Zielen von Herrn Müri oder von der SVP-Fraktion. Und wenn man im wirtschaftlichen Gesamtnutzen würde wählen können, Migration steuern, dann müssen die konjunkturelle Entwicklung können voraussehen können. Und das kann niemand richtig. Kommen wir mal zurück zu der Personenfreizügigkeit, wenn man das Bild rauszoomt aus der Schweiz, Europa, auch bezogen auf die neuen Mitgliedstaaten. Was bedeutet die Personenfreizügigkeit für das Konstrukt, wo wir eigentlich umgeben sind? Ich glaube, eine von der wichtigen Illusionen im Zusammenhang mit der Masseneinwanderungsinitiative ist die, dass wir wieder Verhandlungen aufnehmen mit dem Europa, wo wir ursprünglich die bilateralen Verträge ausgehandelt haben. Also das Europa, wo es dort mal 15 Mitglieder aus Westeuropa bestanden hat, ungefähr die gleichen wirtschaftlichen, sozialen Voraussetzungen hat wie die Schweiz. Jetzt reden wir von einem Europa, das 28 Mitglieder hat, mehr als 10 Staaten mehr. Und bei denen sind die Staaten aus Ost- und Mitteleuropa dabei. Und ich glaube, für uns ist es fast nicht abschätzbar, wie gross die Errungenschaft der Personenfreizügigkeit als freiheitliche Errungenschaft muss wirken, wenn man es erlebt hat, wie es ist, hinter einem Mauer zu leben. Nicht können auszureisen, geschweige denn können Arbeit suchen, an einem Ort eingesperrt sein, in einem ideologisch abgeschlossenen, wirtschaftlich abgeschlossenen, geografischen Raum. Die Leute, die Politik machen heute von diesen Staaten, haben das erlebt und sind politisiert worden im Widerstand gegen das System. Und was sie mit Europa emotional verbindet, ist in erster Linie die Errungenschaft der Personenfreizügigkeit. Mit so einem Europa neu müssen zu verhandeln, schafft ganz eine andere Ausgangslage. Das macht es, dass es diskutieren, das Zurückkommen auf die Personenfreizügigkeit noch viel illusorischer ist, als es sonst schon wäre. Wenn man nur mit den alten EU-Mitgliedern hätte verhandeln müssen.